Jahre Löwenzahn. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass es schon so viel ist. Ich erinnere mich noch, wo ich damals angefangen habe, 2004, mit der Webseite, und ich habe angefangen, die Sachen zu Sand zu glauben. Und da klingelte bei mir 2005, mitten am Morgen, ich glaube, es war so um 6:30 rum, das Telefon. Und meine Frau ging ans Telefon und dann sagte sie, ja du, da ist jemand dran, der will wissen, ob du der Webmaster der Löwenzahn-Weltseite bist. Und ich dachte, jetzt kriege ich Ärger. Damals war das ja noch gar nicht so, Datenschutz und bla, dieses Ganze. Die Webseiten bestanden in der Zeit noch aus vielen bunten Sachen. Jeder hatte irgendwelche Bilder reinkopiert, GIFs, und es drehte sich alles und es gab immer Hintergrund-MIDI-Sounds. Und zu der Zeit waren Webseiten manchmal etwas sehr Anstrengendes. Aber es hat sich keiner einen Kopf gemacht von wegen, das Bild, das ich da reinsetze, darf man das? Ich habe davon, also es kam gerade so auf, von wegen, Achtung Leute, ihr könnt nicht einfach alles posten. Da gibt es, ne, die ersten Abmahnungen und so eine Sachen, das war gerade so im Aufkommen. Und ich hatte davon gehört und dachte mir, naja, okay, ich hatte noch das Logo von Löwenzahn auf der Webseite und so ein, zwei Fotos von den Darstellern. Das waren aber Fotos vom ZDF. Ich habe schon versucht, überall reinzuschreiben und ja, Löwenzahn ist vom ZDF, aber ich war mir nicht sicher, ob ich das darf. Und jetzt kriegte ich um 7 Uhr morgens, gar nicht meine Zeit, diesen Anruf. Und da ist jemand Fremdes dran und der fragt, ob ich... da dachte ich schon, oh Gott, jetzt kriegst du Ärger, weil du hast irgendwas gemacht. Und also ich an das Telefon. Ja, hallo? Ja, und sind Sie denn der Webmaster von löwenzahnwelt.devu? Ja, warum? Naja, und dann ging es nämlich darum, dass dort war ein Radiomoderator dran, der mich davon informierte, dass Peter Lustig aufhörte. Das war ja 2005, da ging es gerade, also das war noch gar nicht spruchreif, man hat nichts davon gehört und ich war eigentlich einer der Ersten, die das mitgekriegt haben, die davon informiert wurden, das um 7 Uhr morgens. Ich war total geflasht, dachte ich mir, super, jetzt wo ich angefangen habe mit einer Webseite zu einem Thema, das viele Leute interessiert. Also ich hatte sehr, sehr, obwohl ich nicht viele Informationen auf dieser Webseite hatte, habe ich viel, viel Feedback gekriegt von euch da draußen und hey, das interessiert mich. Und da gab es aber auch keinen, da gab es nicht die Folgen auf YouTube und die ganzen Informationen, die es jetzt gibt, gab es damals noch nicht. Und also viele Leute haben, ja, was toll und was gibt es da für Informationen, und die waren hungrig drauf. Und es war immer ein ungeschriebenes Gesetz, dass wenn Peter Lustig aufhört, gibt es Löwenzahn nicht mehr. Und jetzt dachte ich mir, super, jetzt hast du gerade angefangen, die ersten Kontakte geknüpft. Ich hatte die erste Mail rausgeschickt an Helmut Kraus und kriegte Antwort von dem. Von dem richtigen Helmut Kraus, nicht von irgendeinem Agenten oder so, sondern Helmut Kraus schrieb mir zurück. Super. Ich habe ans ZDF geschrieben, da gab es einen Praktikanten, der da geantwortet hat. Und das. Aber man hat, weißt du, die ersten Informationen hatte man. Und plötzlich kriegst du die Meldung, ja, weißt du schon, Peter Lustig hört auf. Um 7 Uhr morgens. Ich war so geflasht, so, boah, ich konnte gar nichts mehr. Danach kam die Frage, ja, und, also erst, ja, wissen Sie schon, Peter Lustig hört auf, und ich so, nein, wusste ich noch nicht. Ja, und er hört 2005 auf, und das ist dann das Ende der Sendung, und dies und jenes. Und danach kam, ja, erzählen Sie für unsere Hörer doch mal was über Ihre Webseite. Was machen Sie da so und so eine Sache? Und ich war aber immer noch total geflasht darüber, dass Peter aufhört und dass meine ganze Sache eigentlich jetzt Ende ist. Dass ich, also, ich sollte aufgeregt erzählen, was gibt es auf Löwenzahnwelt, warum mache ich die Seite und so eine Sache. Ich konnte es aber nicht. Ich war so geflasht, so, boah, Peter hört auf, alles vorbei. Dass ich, ja, da gibt es das und da, es gab ja auch noch nicht viel auf der Webseite. Aber ich konnte es auch nicht so rüberbringen, als wenn es jetzt das super tollste der Welt ist. Und dann, ja,
Ich würde mich dann nachher nochmal melden, meinte der Typ vom Radio. Und dann können Sie das nochmal ein bisschen enthusiastischer erzählen. Und er hat nie wieder angerufen. Also schönen Gruß, falls du zuschaust. Schönen Gruß, schönen Dank, dass du nie wieder angerufen hast. Aber wenn du mir so eine Nachricht überbringst, lieber Radiomensch, dann kannst du auch nicht erwarten, dass ich da vor Enthusiasmus sprühe. Das geht nicht. Okay? Ja, also das war meine erste Erfahrung sozusagen als Webmaster von Löwenzahn. Das ist jetzt 15 Jahre her. Schon krass, wie die Zeit vergeht. Ich habe viele, viele Leute, viele, viele Fans getroffen da draußen. Viele liebe Grüße an alle. Auch an denen, die an der Entstehung vom Löwenzahn-Fanclub massiv mitgearbeitet haben. Wir haben da ganz tolle Leute gehabt, die jetzt schon wieder weg sind. Man hat andere Interessen entwickelt. Oder Leute, die immer noch dabei sind, die später dazugekommen sind, die sich darum kümmern, wir haben eine wirklich tolle Datenbank mit allen Folgen, mit Informationen zu den Musikstücken aus den Folgen, mit den Liedtexten. Der liebe LML aus dem Forum, grüße dich. Der kümmert sich darum, dass die Sendetermine gepostet werden. Der schreibt sich mit dem ZDF. Auch nochmal Danke an die Redaktion. Hallo, Frau Frankladil. Hallo, Frau Lenzen. Servus, grüezi und hallo. Ja, also es gibt viele Leute, Knochen, der uns die Datenbank zusammengeschustert hat. Georg, ein wichtiger Teil zur Entstehung der Löwenzahn-Geschichte, Löwenzahn-Fanclub. Georg war derjenige, der ein absoluter Peter Lustig-Fan ist und war. Der Mensch hat jeden Schnipsel, den er in den ganzen Jahren gefunden hat. Also wenn der mal eine Zeitung aufgeschlagen hat und da war ein kleines Bild von Peter, hat er es ausgeschnitten. Ja, er hatte viele Informationen zu Pusteblume, zu Mittendrin, also dass es die Sendung überhaupt gab, zum Beispiel die Wolpertinger Wochenshow. Damit hat er mir geholfen. Also als wir zusammenkamen, das hat gepasst. Also Georg, grüße dich. Du bist auch ein ganz wichtiger Teil vom Löwenzahn Fanclub. Ohne dich würde es den Löwenzahn Fanclub nicht geben. Ne? Also es gab viele, viele Leute da draußen, die ich getroffen habe, und das fand ich so toll, die mir Sachen erzählt haben, wie sie zu Löwenzahn gekommen sind. Es gab welche aus, ich glaube, Australien, die mich angeschrieben haben, die jetzt mit Löwenzahn mit ihren Enkeln gucken. Es gab so viele Sachen, so viele Leute, die mich besucht haben. Letztes Jahr waren, oder letztes Jahr oder das Jahr davor waren welche dabei aus Wien. Grüße euch, die Familie aus Wien. Mensch, oder aus Österreich, ich weiß es nicht mehr. So eine weite Reise, und ihr seid nach Berlin gekommen, weil ihr Löwenzahn sehen wolltet, weil ihr Fritz Fuchs sehen wolltet, weil ihr mir bei meinem Erzählungen zuhören wolltet. Super. Das ist absolut unglaublich. Und wenn ihr noch Sachen habt von Löwenzahn, bitte schmeißt sie nicht weg. Schreibt uns an. Vielleicht können wir da was machen. Wenn ihr sie so abgeben wollt, schreibt mich an, schickt es mir zu. Ne? Es gibt auch bestimmt andere Fans, die noch Sachen haben wollen, also falls ich sie nicht brauche und ihr möchtet sie los, wer möchtet sie aber nicht wegschmeißen, dann schreibt mich doch an. Vielleicht kann ich jemand anders damit eine Freude machen. Also, ich hoffe, wir sehen uns. Ich sag mal, abschalten, ich drehe noch eine Runde und wir sehen uns demnächst hier wieder auf dem Löwenzahn-Fanclub-YouTube-Kanal. Ich sage Tschüss und bis bald. Ciao!